Ich bin gestern in den Zug reingekommen und wie ihr es vielleicht im Hintergrund hört, aber ganz leise, wenn dann nur, ist heute irgendwie ein Umzug, werde ich gleich mal schauen, was da ist. Und ich stehe gerade in meinem Hostel und schau dir mal den coolen Garten hier an. Kultur Berlin heißt das Hostel und ich zeige euch mal, das ist ziemlich groß und ja, wird sehen. Das ist der Innenhof und dann geht es weiter in ein Restaurant. Hier richtig cool mit Frühstücksbuffet und da oben sind auch noch Zimmer hier oben. Und jeden Abend ist ein anderes Thema hier. Gestern war italienischer Abend, italienisches Buffet mit Pasta und Pizza. So, der Umzug ging jetzt fast über eine Stunde und ja, ich bin an dem Umzug entlang gelaufen, weil das eh mein Weg war. Jetzt sind es noch 120 Meter, dann bin ich bei dem Aussichtspunkt und der Kirche. Und gestern war ich mal wieder beim Friseur. Hier kann man für umgerechnet 2,50 Euro Haare schneiden lassen und kriegt Burger mit Pommes für 61 Cent. Richtig krass. Falls man nicht hier versteht, hier scheint der Ausgangspunkt der Party zu sein. Weil als ich gestern hier vorbeigekommen bin, wo ich angekommen bin, war hier überhaupt gar nichts los, Totenstille. Und ich zeige euch mal jetzt, was hier los ist.
auch mit dem Einheimischen hier gesprochen, was genau für ein Festival das ist, habe ich jetzt nicht verstanden. Aber die Band ist anscheinend ziemlich bekannt und ist hier auch Sucre. Habt ihr eigentlich schon gesehen? Endlich wieder über 20 Grad. So, jetzt könnte man gerade meinen, jetzt geht in die nächste Stadt. Aber das erste Mal, dass mein Plan nicht aufgeht. Und zwar buche ich immer 2 Nächte, um zu sehen, wie es Hostel ist und wie die Stadt mir gefällt. Und diesmal ist aber ausgebucht danach, deshalb muss ich jetzt das Hostel wechseln. Und es liegt jetzt einfach nur 100 Meter weiter, also richtig gut. Durch die Stadt gelaufen und dann gesehen, ah, da ist ein Stadion und komm, gucken wir es mal an. Und jetzt mitten beim südamerikanischen Fußballspiel, 1,20 Euro für Haupttribüne. Und jetzt schaut mal, eigentlich nicht viel los, aber sogar Linienrichter und vierter Offizieller. Richtig krass, richtig cool.